Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Runde FIFA 22. Und wie schon letzten Tag, also letztes Mal gesehen, haben wir ja neue Spieler in unserer Jugendakademie. Die wollen wir mal einen bald neu verpflichten eigentlich werden. Und zwar Daniel Frank Badua, wie schon gesagt, hat ein paar Leute mir in Discord geschrieben: Bruder, du musst mal ein paar Jugendspiele rausmachen. Dann tue ich den bald mal in mein Team rein. Aber erstmal gibt es die Pflichtaufgabe gegen den Wolfsberg AC. Okay, gut und knapp, es ist wirklich eine Pflichtaufgabe, weil wir müssen das Spiel gewinnen, um halt Leipzig noch in dieser Saison zu schlagen und natürlich wird er heute aufzusteigen. Einer der interessantesten Spieler sein. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Ich meine, ist die große Frage dieses Spiels. Die warum leckt's? Andere Frage, warum leckt's gerade? Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolffuß und der Kollege Frank. Auf jeden Fall, so geht's schon wieder. Zu Gast bei einem Ligaspiel. Das verspricht einiges. Oh, ich glaube, das wird interessant. Der Wolfsberger C gegen uns. Duell. Es kann nur hochklassigen Fußball geben. Ich habe schon wieder keine FIFA-Logo entdeckt, schon wieder bei mir. Sie verlieren den Ball. Also, auf jeden Fall, ein Sieg ist Pflicht. Ein Unentschieden wäre nicht komfortabel. Wir müssen gegen den Wolfsberger AC gewinnen, dass ich diese Mannschaft wieder groß machen kann. Erster Schuss, Torali. Schlechter Abschuss von mir. Das muss ich leider zugeben. Und jetzt gibt's den Konter von Wolfsberger AC. Und das gefällt mir nicht. Im Discord wurde auch noch eine Abstimmung gemacht, ob ich wechseln soll oder nicht. Heißt also, und was rausgekommen ist, werde ich jetzt sagen, ich soll den Verein nach der Saison wechseln. Deswegen. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? So, ja. Geht er gleich gut los hier. Ja. Fürs Tor, ja. Das wird interessant. Eher konzentrieren aufs Spiel, aber egal. Wie schon gesagt, am Ende der Saison werden die Jobsangebote durchgeschaut. Beim letzten Spieltag, wenn wir dann nicht im Pokal weiter sind, dann schauen wir den letzten Spieltag an, welche Jobsangebote da sind. Und dann wird entschieden, wo wir hinwechseln. Es macht Riesenspaß, hier im Stadion zu sitzen und tollen Sport zu erleben, Buschi. Wir haben schon so viele Spiele kommentiert, aber die Begeisterung, sie will einfach nicht nach. Sehe ich genauso, Wolf. Sobald du hier die Fans hörst, aber das Mondschein. Ist die Chance. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Der Ball liegt bei Lindl. Ja, bei Lindl. Oh, wieder Wolfsberger C nach vorne. Jetzt hat, ich glaube, das war's. Wir sind so inkonstant gerade da hinten. Jetzt Reiter. Der ist mal durch. Ob der jetzt das Tor machen kann, ist eine andere Frage. Reiter! Und Tatsache 1-1. Tatsache 1-1 durch. Ich glaube, David oder Marcel heißt er. Reiter. Wie kommt auf Reiter? Ah, egal. Auf jeden Fall, am Dienstag könnte es vielleicht sein, dass es einen Livestream gibt. Da könnt ihr euch gerne gefreut sein, wer da vorbeikommt zu euch. Da kommt ein kleiner netter Herr wieder. Der, wo, wie schon gesagt, sehr bekannt ist. Und zwar im AP hier von Hamburg. Da wird er kommen und da ist es 2-1. Aber es. Hat. Es gibt Frame Drops, Hilfe! 2-1. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt. Die Frage ist, warum schon wieder Frame Drops? Keiner ist hier. Absolut, Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ist aber gehackt. Bam, bam, bam. So passt.
Schöner Pass. Sie im Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. So, 2-1. Jetzt sieht's gut aus. Wir bleiben, glaube ich, noch am Meisterrennen dran. Gegen RB Leipzig. Lindel. Wie kommen wir wieder auf Leipzig? Salzburg, meine ich. Wir bleiben gegen Salzburg noch im Rennen. Da zeigt er, dass ein echter Rücker unser Torwart. Ich sehe es. Ich sehe es nächstes Jahr. Der geht. Ich nehme ihn wieder mit. Klasse. Zum nächsten Fall nehme ich den Typen auch noch mit. Aber leider Burgstall nicht mehr, weil dann nach dieser Saison beendet Burgi seine Karriere. Jetzt können Sie es machen. Was für und ich will Burgi so noch mit den Titel nach Hause schicken. Also in die Rente. Also mit dem letzten Titel, und zwar die österreichischen Pokal. Ich glaube, den hat er nie gewonnen. Oder? Gut. Das weiß ich selber sogar nicht. Ich glaube schon, dass er den gewonnen hat. Thorsten Röcher. Und dann gibt es den Konter. Das macht er sehr gut. Aber der wird abgefangen von mir. Und jetzt hat Burgstaller mit dem Fehler. Alter, Digga, ich habe. Und jetzt müsste ich schon wieder aufpassen da hinten. Das ist hell, die Fahne abseits. Wie sie gerade hier hinten mir eingeschnürt, als wir da vorne jetzt mal ein bisschen Druck machen können. Jetzt hat Mondschein. Außen vielleicht kann er sich jetzt mal. Nein, das ist Mielinger. Mielinger, vielleicht kann er sich mal lösen. Bring den Ball rein und da ist Reiter. Reiter immer noch gefährlich. Row versucht, kriegt den Ball aber nicht weg. Also er kriegt schon den Ball weg, aber die er. Haben er verscheißt es halt mit dem Kopfball gerade. Jetzt hat Konter Möglichkeit. Lindel. Ja. Verscheißt es. Ganz energisch. Oh, wer war das? Mieling mit dem Handspiel eigentlich. Der Schiri ist aber blind. Aber muss so langsam aufpassen. Mondschein. Mondschein. Den Ball dann doch. Der den Ball halt gerade wieder verliert. Row. Mondschein. Den Ball holt er gut verteidigt. Der Guido. Burgstall hat noch kein Tor geschossen. Das ist halt gerade sehr. Das Lustige ist, wir sind die beste Offensive der Liga. Sind wir nicht Erster. Er holt sich vorne den Ball. 2-1. Da ist Platz jetzt. Es wird nicht nachgespielt. Und sie können klären. Doch, jetzt hat. Das ist der Pausenpfiff. 2-1. Ich will ja nichts sagen. Aber das war eher so, gekämpfe hinten im 16er. Und wir haben halt nichts Durchgang gemacht, zwei, außer nur gekämpft. Europapark heißt der Ding. Ah ja, interessant. Jetzt hat Fitzinger. Thorsten Ball, Röcher. Aber Röcher jetzt mit dem Fehler. Nakomi. Da wäre jetzt viel Platz für den Burgstaller. Gestern so viel versprechen. Der wurde den Ball verliert und jetzt gibt's den Gegenkonter. Und das gefällt mir nicht. Machen Sie gut. Steilpass. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Nach vorne. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball der weg. Pech. Pur Pass. Wieder auf Reiter. Reiter ist unterwegs. Viel Platz Reiter. Reiter bringt ihn war rein, gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Burgstaller steht schon wieder weg. Und jetzt, das nervt mich am Wolfsberger. Die sind super Zweikampf, den Ball hat er. Sind absolut klein, aber sind so hinterfotzig bei Kopfbällen. Und jetzt hat Reiter vorbei. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Das war wunderschön fast. Und jetzt hat. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Alter, sie natürlich, bei wem sie sogar mit Frame Drops war die schon gefährlich. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Und jetzt, ja, jetzt hat Simas wieder Frame Drops. Frag nicht warum. Raindrops kicken wieder. Lindel. Ja, jetzt frag mich, warum ich nicht angreife. Ich bin nämlich gerade ein bisschen dumm. Ja, jetzt sieht durch. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Aber da war der Ball. Oh. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut. War das eigentlich Spielball? Nein, das war normales Spielball.
gute Balleroberung hier. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten Pass zu absolvieren. Auf Stark gemacht, das Mondschein! Wird das Tor. Unglaublich. Alter. Wie viel Glück die einfach mal haben wieder. Thorsten Röcher. Es ist halt unnormal. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Jetzt gibt's den Konter und das Ausgleich. Den Ausgleich. Für den Wolfsberger AC und das gefällt mir gar nicht. Und jetzt gibt's den Konter. Mielinger. Ist alleine. Ich könnte es wagen, wie ich in FIFA durchgegangen bin, also in FIFA Online. Aber ja, sieht man, es wirkt halt nicht gegen diese Mannschaft momentan. Mondschein wieder. Guido. Der Burgstaller verliert den aber. Ich habe gestern einen Gag gehört, der war sehr funny. Linde. Der ging tatsächlich um Guido Burgstaller. Noch sind hier 20 Spaß, Minuten es geht nur anderen unter der Witz. Guter Einsatz, aber jetzt. Wie war der nochmal? Ah ja, stimmt. Ihr wisst ja, dort, wer Fußball verfolgt, Dortmund ist gegen St. Pauli im DFB-Pokal rausgeflogen. Linde. Die Antwort von ein paar Dortmund-Fans ist: spielt nicht da der alte Schlumpfhausen-Stürmer? Schlumpfhausen bezogen auf Schalke 04. Also, wie hieß er nur? Udo Burgstaller? Und so weiter. Da haben sie so Gags drüber gemacht und am Schluss haben sie dann 2-1 aufs Maul bekommen. Sie können nicht klären. Sind beide beste Pointe. Niemand legt sich mit einem Namen an, der wozu Goat vertitelt worden ist. Row! Oh, schade. Sag ich nur dazu. Row wieder mit den. Versucht das Tor zu machen, aber schafft es nicht. Und jetzt hat Reiter. Das sieht stabil, hält sich noch und Mondschein. Das war technisch herausragend gemacht. Das willst du mich verarschen? Mondzeit zieht ab und schießt erstmal 2 Meter am Tor vorbei. Geil. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer. Selbe Spiel wie immer. Wahrscheinlich in der 85. 1-1 ist unkomfortabel. Deswegen nochmal alles nach vorne hauen, meine Damen und Herren. Eventuell meine Aufnahme leckt jetzt gleich mit dem Spiel oder irgendwas stimmt nicht mit dem FIFA. Weil eigentlich sollte die Moderatorin immer noch abgeklingen, aber egal. Mondschein! Und jetzt hau ihn einmal, Jung! Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Ja, für dich reizvoll. 5-8. 5-3 Schüsse. Kritisch. Noch 5 Minuten und das könnte jetzt hier nochmal richtig spannend werden. Sehen wir. Erzähl nochmal Embolo! Embolo! So eine Chance darfst du nicht. Warte, haben wir jetzt schon dreimal gewechselt? Nur noch den Torhüter vor sich. Er war halbherzig. Mamma mia! Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Und es gibt Abstoß. Alter. Nussbaumer für Mielinger. Also Mielinger für. Nee, Nussbauer für Mellinger jetzt hat. Alter, das sind schon wieder die Last Minutes. Schöner Pass da. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. So. Burgstaller. Vielleicht jetzt hat Last Minute Burgstaller. Vielleicht kommt jetzt Last Minute Burgstaller. Burgstaller, schieb ihn rein. Lass mir den Burgstaller trifft! Lass mir den Burgstaller mit dem 2-3! Es steht 3-2, das ist ein enges Spiel. Jetzt muss ich das zu Ende spielen. Weil sonst beschweren sich Zuschauer, dass es ehrenlos ist, dass ich simuliert hätte am Schluss. Die Offensivstärke. Aber. Dank Last Minute Guido Burgstaller gewinnen wir diese Partie mit 2-3.
und kleben damit bumm auf den vierten, also klettern wir auf den vierten Platz mit Sekunde mit insgesamt Abstand von 7 Punkten hinter den guten alten Red Bull Leipziger. Mit Abstand. Mit Abstand hängen wir an den guten alten Red Buller dran. Diese Partie wird simuliert und danach geht's. Wenn wir auf die Tabellen kommen. Danach können wir ja die Tabellen mal nachschauen. Danach ist ja eh erst wieder Transferphase. Und wir schauen kurz mal in die andere Liga, wie bei denen momentan in der Halbzeit aussieht. Ihr könnt gerne anhalten, wenn die Liga euch interessiert. Bei mir leckt es eh deswegen. So, ich mache es nochmal extra zweimal, dass ihr es genau seht. Dann die australische Liga. Alle waren nicht mal. Ist in Melbourne. Also das andere Melbourne, Victoria, sind die nicht besser als Melbourne City? War da nicht was? Dann die belgische Liga, die interessiert mich auch mal. Unser Club Brügge ganz oben. Wo ist denn Basel? Hä? Lol, ich sehe Basel. Jetzt werden mich ein paar Leute im Kommentar. Moment mal, Basel ist doch in Schweiz. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. So, wir gehen in die Bundesliga. Und wir sehen kein gewohntes Bild. Bayern Zweiter, Leverkusen Erster. Ah ja. Frankfurt Dritter. Was ich auch tatsächlich sagen würde, Frankfurt diese Saison, absolute Masterklasse. Ohne Witz, ich feiere die. Momentan, was die in der Europa League abziehen, Alter. Gladbach, RB Leipzig, ohne Historie. Die wohnen im Halbfinale bei der Europa League und im Pokalfinale stehen. Prost, Wiener! Was sucht Hertha BSC auf dem sechsten Platz? FIFA ist kaputt. Dortmund 9. Wahrscheinlich, Digga. Und Fürth 15. Also wenn sie wie im FIFA gespielt hätten, also eigentlich ihr Kader wäre wirklich, sagen wir so, halb Erstliga reif, also ein paar Spieler, aber nicht genau. Ja, jetzt so interessiert mich jetzt deine Meinung. Und wer ist Zweiter? Und gewohntes Bild aus der zweiten Liga. Außer Schalke, 37 Punkte. Ja, Schalke kommt wieder zurück wahrscheinlich. Erster Platz Schalke, Zweiter, Dritter und Vierter St. Pauli, was zu erwarten ist. Achter der Club, letzter Ingolstadt, was auch in Ding so tatsächlich ist. Osnabrück, Saarbrücken, 60. Ui. Was gibt's noch? Die Premier League. Mit Man City vorne dran, hinter ihnen Man U und West Ham auf 5. Also ohne Witz, West Ham ist auch so eine absolut geile Mannschaft, ohne Witz. Ich feiere die auch voll, Alter. Und Newcastle auf Platz 16. Alter, es gibt mehr Mannschaften, die ich feiere als alles andere. Und hoppala, was ist mit PSG los? Olympiakos auf Platz... Was? Olympique Marseille, sorry. Auf Platz 1. Hinter... vor PSG. Und dann die italienische Liga. Juventus Turin Erster, Sechster, Inter Mailand. Ja, war zu erwarten. Mexiko, England, Irland, Schottland, Schweiz. Gewohntes Bild. Die Basler auf Ding und die Mannschaft von David Wagner auf Platz 3. Ja. Atletico auf Platz 1, die wohnen den ekligsten Fußball der Welt spielt. Ja. Es wäre es eigentlich jetzt mit der Tabelle und wir gehen jetzt in diese letzte Partie rein. Halt's also, wir machen den hier. Bis dahin simulieren bitte. Danke. So. Dann legen wir mal los. Unsere Simulation. Und wir hoffen, dass wir das gewinnen. Dann hocken wir plötzlich dann noch 3 Punkte dran. Heißt also, dass dann nur noch 4 Punkte Abstand sind, wenn Leipzig jetzt... was für Leipzig? Salzburg jetzt verliert.
Und vergessen, dass es Simulation eigentlich. Ja, simulieren ist schnell. Simulation muss ich drücken. Ich bin alt. Der Schiedsrichter pfeift die. Eingreifen zum Endergebnis. Und es wird ein 1-1. Wir hängen uns wahrscheinlich. Nein, wir hängen uns keinen Punkt. Also ja, einen Punkt dran. Aber die haben jetzt 3 Punkte mehr. Das heißt, es wird schwierig. Und im nächsten Video, dann legen wir los mit dem Pokal. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Auf jeden Fall, am Dienstag kommt ein weiteres Video. Darauf könnt ihr euch gespannt sein. Bis dahin. Ciao, ciao.